Worum geht es in der heutigen Vorlesung? Wie schon gesagt, heute wird es um Usability-Testing gehen, beziehungsweise nicht nur heute, sondern auch nächste Woche und vielleicht auch noch in 2 Wochen. Aber heute möchte ich Ihnen zuallererst einmal einen allgemeinen Überblick darüber geben, worum es sich bei Usability-Tests handelt, was das für eine Methode ist und auch welche unterschiedlichen Arten von Usability-Tests es gibt. Und dann schon ein bisschen mehr ins Konkrete, ins Spezifische rein. Bei der Vorgehensweise zur Durchführung von einem Usability-Test möchte ich mich heute konzentrieren auf die Phase der Vorbereitung und Planung. Wie gesagt, eben jener Teil, um den es auch beim zweiten Übungsbeispiel schwerpunktmäßig geht. Ganz allgemein, Usability-Testing ist wahrscheinlich eine der wichtigsten und zentralsten und verbreitetsten und anerkanntesten Methoden, die es im Usability-Engineering gibt. Also im Usability Engineering gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Evaluierungsmethoden oder generell Research-Methoden, die man verwenden kann. Aber Usability-Testing ist, glaube ich, so die zentrale Methodik, wenn man die Usability von einem System evaluiert. Und im Kern der Sache ist ein Usability-Test eigentlich eine relativ einfache Sache. Bei einem Usability-Test geht es immer darum, dass Benutzerinnen oder Benutzer mit einem Softwaresystem oder mit irgendeinem technischen Gerät konfrontiert werden, dass ihnen bestimmte vordefinierte Aufgaben aufgetragen werden, die sie in der Arbeit mit diesem System erledigen sollen, üblicherweise in einer kontrollierten Umgebung, und dass man sie bei der Erledigung von diesen Aufgaben beobachtet, Messungen durchführt. Und aus diesen Beobachtungen und Messungen und Aufzeichnungen dann versucht, etwas zu lernen. Typischerweise etwas darüber zu lernen, wo es Usability-Probleme gibt, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und wie man diese Probleme auch verbessern kann. Und die Idee dahinter ist eben, dass es darum geht, im Unterschied zum Beispiel zu den Inspektionsmethoden, dass man sich nicht nur auf einer theoretischen, auf einer abstrakten Ebene mit einem System auseinandersetzt, sondern dass man in einem realistischen Szenario, in einem realitätsnahen, praxisnahen Kontext von den Benutzerinnen und Benutzern vorgezeigt bekommen soll, welche Probleme dann auch tatsächlich in der Praxis auftreten. Und dieses Testen mit Benutzerinnen und Benutzern ist deshalb so wichtig, weil es den Designerinnen und Designern oder den Entwicklerinnen und Entwicklern von einem Produkt oft ganz einfach an dieser kritischen Distanz zu einem Produkt fehlt, um es unvoreingenommen evaluieren zu können. Das ist eh auch etwas, worüber ich in den vergangenen Vorlesungen schon recht viel gesprochen habe. Und deshalb ist es eben notwendig, dass man da quasi Testpersonen rekrutiert, die einem dann ermöglichen, dass man das System unbefangen und aus einer neutralen Perspektive heraus neu beurteilen kann. Und diese zentrale Idee, dass man eben Testpersonen dabei zuschaut, Benutzerinnen und Benutzern dabei zuschaut, wie sie mit einem System interagieren, das ist so der zentrale Fixpunkt von allen Arten von Usability-Tests, wenn man so will. Und Sie werden aber, glaube ich, feststellen, auch im Laufe der Vorlesung, dass man darum herum sehr, sehr viel, sehr flexibel anpassen kann bei dieser Methode, was die Kosten betrifft, wie viel Geld und wie viel Zeit man da investieren muss, was das Equipment betrifft, aber auch was die konkrete methodische Vorgehensweise betrifft und das, was man aus dem Ganzen herausbekommt und das, was man daraus lernt. Also im Kern der Sache immer dieses zentrale Prinzip, aber darum herum methodisch sehr viel Gestaltungsspielraum, wie man jetzt in der Praxis so einen Usability-Test wirklich durchführt und quasi operativ auf die Beine stellt. Und diese Flexibilität in der Gestaltung, das ist auch etwas, was, finde ich, einmal sehr schön in einem Artikel von Lukas Mathis auf den Punkt gebracht wurde, wo er eben über die Bedeutung von Usability-Testing spricht. Und da hat er den Satz geschrieben: If you ask 10 Usability-Experts how to run a valid Usability-Test, you'll get about 20 different answers. Das heißt, man sieht sehr schön, es gibt wirklich viele Arten, wie man einen Usability-Test machen kann. Und ich möchte aber auch darauf hinweisen, wenn Sie sich dieses Zitat anschauen, wenn Sie 10 Experten fragen, wie man einen Usability-Test richtig macht, dann bekommen Sie nicht 10 verschiedene Antworten, sondern Sie bekommen wahrscheinlich 20 oder 30 oder auf jeden Fall mehr als 10 verschiedene Antworten. Das heißt, man sieht, der Grund, warum es da so viele unterschiedliche Antworten gibt, ist nicht der, dass sich die Leute nicht einigen können. Das ist nicht irgendwie
ein Dogmatismus oder eine Starrköpfigkeit, wo sich die Leute nicht untereinander einigen können, sondern jeder von diesen Experten, den Sie da fragen, wird Ihnen mehrere Möglichkeiten beschreiben, wie man einen validen Usability-Test machen kann, weil es eben ganz einfach viele unterschiedliche Arten gibt, wie man einen validen Usability-Test machen kann. Das heißt aber nicht, dass man dabei nichts falsch machen kann. Also das darf man auch nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass man bei einem Usability-Test machen kann, was man will. Man kann dabei sehr viel falsch machen und deshalb ist es auch notwendig, wenn man so einen Usability-Test vorbereitet und plant, dass man sich sehr gut überlegt, was man eigentlich damit erreichen will, was man damit bezweckt. Und daraus heraus ergeben sich in der Regel viele, viele Detailentscheidungen, wie man den Test dann in der Praxis tatsächlich operationalisiert. Eine ganz zentrale Unterscheidung bei verschiedenen Arten von Usability-Tests ist die Zielsetzung, die man damit verfolgt. Und da kann man ganz allgemein unterscheiden zwischen formativen Tests und summativen Tests. Das ist eine Unterscheidung, die habe ich Ihnen, glaube ich, in der zweiten Vorlesung auch schon mal vorgestellt, aber nochmal zur Wiederholung. Wenn man von formativer und summativer Evaluierung spricht, dann gibt es da einen Unterschied in der Zielsetzung. Bei der formativen Evaluierung steht im Vordergrund, dass man etwas Neues lernt. Da geht es quasi um einen Erkenntnisgewinn. Da geht es darum, auf Dinge draufzukommen, die man noch nicht gewusst hat. Das ist quasi eine Art der formgebenden Evaluierung. Und das ist etwas, was man typischerweise einsetzt, um ein Produkt während Design und Entwicklung verbessern und weiterentwickeln zu können. Das heißt, formative Evaluierung ist etwas, das typischerweise früher in einem Entwicklungsprozess stattfindet. Und es geht dabei vor allem darum, dass man sich anschaut, ob die Bedürfnisse und die Wünsche der Benutzerinnen und Benutzer erfüllt werden. Es geht darum zu schauen, ob Probleme sich abzeichnen, die man vor der Fertigstellung des Produkts ausbessern sollte. Es geht darum, dass man Verbesserungsmöglichkeiten findet. Es geht oft auch darum, dass man ganz einfach unterschiedliche Designalternativen, die sich während dem Entwicklungs- oder Designprozess eröffnen, gegeneinander abwägt. Und der Fokus von dieser formativen Evaluierung ist eben quasi die Verbesserung vom Produkt oder die Verbesserung vom System. Und dazu liegt der Fokus üblicherweise auf der Erhebung von qualitativen Daten und qualitativen Beobachtungen. Und auf der anderen Seite, die summative Evaluierung hat eine andere Zielsetzung. Da geht es vor allem darum, dann, dass man etwas überprüft. Das ist eine zusammenfassend überprüfende Form der Evaluierung. Das ist eine Evaluierung, wo man sich quasi absichern will, wo man sicher gehen will, dass gewisse Qualitätsansprüche oder Qualitätsstandards erfüllt werden. Das kann auch dazu dienen, um Hypothesen oder Theorien zu überprüfen. Das kann dazu dienen, um Benchmark-Werte oder die Einhaltung von Standards zu überprüfen. Beziehungsweise kann es auch darauf abzielen, dass man quasi Detailverbesserungsmöglichkeiten am Ende von einem Entwicklungsprozess für Feintuning und Polishing findet. Und der Fokus von dieser summativen Evaluierung, der ist typischerweise eher auf quantitativen Messungen und Daten, also auf der Erhebung von exakten und präzisen Messwerten, wie eben zum Beispiel exakten Zeitmessungen, um festzustellen, wie lange man braucht, um etwas zu erledigen, oder die Erhebung von Erfolgsraten, wie viele von den Benutzerinnen und Benutzern in der Lage sind, ein System erfolgreich zu verwenden. Also das ist eine ganz zentrale Unterscheidung, wenn man evaluiert allgemein, beziehungsweise auch ganz ein zentraler Unterschied, wenn man von verschiedenen Arten von Usability-Tests spricht. Eine weitere Unterscheidung ist dann die zwischen formellen und informellen Tests, wenn man so will. Also formell im Sinn von Usability-Tests, die methodisch sehr rigoros, methodisch sauber durchgeführt werden und die auch mit einem sehr hohen Aufwand betrieben werden. Und informell im Sinn von eher improvisiert. Also da ist quasi mehr Improvisationsspielraum. Da ist eine weniger methodisch rigorose Vorgehensweise dahinter. Und wenn man in der Fachliteratur liest, dann ist da der Fokus meistens sehr stark auf diesen sehr formellen Usability-Test, wenn man einen sehr methodisch rigorosen Usability-Test durchführt. Das bedeutet in der Regel bei diesen Usability-Tests, dass viele Testpersonen zum Einsatz kommen, dass man zum Beispiel den Test in einem eigenständigen Testlabor durchführt, das dafür eingerichtet ist, dass man wirklich in einem professionellen Rahmen und mit umfassenden Möglichkeiten der Datenerfassung den Test durchführen kann. Solche formellen Tests haben in der Regel auch ein größeres Team, das bei der Durchführung involviert ist. Also das macht man dann meistens nicht mehr alleine, sondern
Da sind meistens dann schon zwei, drei, vier Leute involviert, um so etwas abzuwickeln. Diese formellen Tests erfordern oder machen es notwendig oder machen es legen es nahe, dass man auf eine sehr umfassende Protokollierung und Aufzeichnung des Testgeschehens und der Testergebnisse achtet und auch auf eine sehr formelle Dokumentation und eine sehr detaillierte Dokumentation der Ergebnisse in Form von einem Testbericht. Und typischerweise ist diese sehr formelle, diese sehr methodisch rigorose Vorgehensweise etwas, was notwendig ist, wenn man irgendeine Art von summativen Tests durchführt, weil zur Erhebung von diesen exakten quantitativen Daten ganz einfach eine sehr methodisch saubere und fehlerfreie und vor allem auch einheitliche und uniforme Vorgehensweise notwendig ist. Und diese formellen Tests, die haben oft auch den Charakter oder sind in ihrem Wesen sehr ähnlich zu einem wissenschaftlichen Experiment oder zu einer wissenschaftlichen Untersuchung. Und auf der anderen Seite muss ein Usability-Test aber nicht immer so methodisch formell abrennen, sondern man kann auch oft gute, brauchbare, nützliche Ergebnisse erzielen, wenn man das Ganze eher informell aufzieht. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass man den Usability-Test nur mit einer einzigen oder wenigen Testpersonen durchführt, dass man das Ganze nicht in einem professionellen Testlabor macht, sondern dass man das Ganze einfach direkt vor Ort im Büro am Arbeitsplatz erledigt. Das kann bedeuten, dass man den Test vielleicht ganz alleine aufsetzt oder in einem kleinen Team mit wenigen Kolleginnen und Kollegen. Das kann auch bedeuten, dass man auf Protokollierung und Aufzeichnung weitgehend verzichtet. Das bietet sich insbesondere an, wenn die Leute, die die Ergebnisse weiterverwenden sollen, auch die sind, die den Test durchführen. Also wenn quasi der Designer oder die Designerin in Personalunion mit sich selber den Test durchführt, dann spart man sich viel an Protokollierung und Aufzeichnung, weil man ja den Test eh selber macht und mitbekommt und etwas daraus lernt. Oder auch zum Beispiel, indem man Kolleginnen und Kollegen, Entwicklerinnen und Entwickler einlädt, einfach direkt vor Ort beim Usability-Test dabei zu sein und zu beobachten. Und solche informellen Tests, die sind natürlich mit einem viel geringeren Arbeitsaufwand verbunden. Die sind in der Regel auch mit einem geringeren Zeit- und Geldaufwand verbunden. Man muss aber dazu sagen, dass solche informellen Tests eingeschränkt sind natürlich in ihrer Aussagekraft, in ihrem Überzeugungsgewicht, das sie dann auch mitbringen und sind typischerweise deshalb eher für formative Tests geeignet und möglich. Ich sage auch dazu, der Test, den Sie im Rahmen vom Übungsbeispiel vorbereiten und planen sollen, der fällt aus meiner Sicht schon sehr deutlich eher in diese Kategorie der formellen Tests. Also wir haben recht konkrete Ansprüche und Vorstellungen, was Sie alles vorbereiten sollen. Also Sie können dann nicht am Ende sagen, ja, wir improvisieren das jetzt ganz informell vor Ort, sondern wir erwarten uns, dass Sie den Test relativ detailliert und methodisch sauber vorbereiten. Insbesondere auch deshalb, weil es, glaube ich, notwendig und sinnvoll ist, dass man das Ganze zumindest einmal gemacht hat, weil man lernt einfach viel dabei, wenn man einmal einen Usability-Test wirklich durchdenkt und gewissenhaft und methodisch sauber und methodisch rigoros vorbereitet. Eine andere Unterscheidung von Usability-Tests ist dann eine Unterscheidung, die Jeffrey Rubin in seinem Buch, in seinem Handbuch zu Usability-Testing vorgeschlagen hat. Und er unterscheidet etwas differenzierter zwischen verschiedenen Arten von Usability-Tests in erster Linie danach, in welcher Phase von einem Entwicklungsprojekt diese Tests stattfinden. Und er unterscheidet da eben zwischen vier Arten von Tests, den Exploratory-Tests, den Assessment-Tests und den sogenannten Validation-Tests, beziehungsweise als Quertyp, wenn man so will, außerdem auch noch den Comparison-Tests. Und man kann sagen, diese unterschiedlichen Arten von Tests nach Rubin, die lassen sich sehr schön in den chronologischen Ablauf von so einem Entwicklungsprojekt einordnen. Exploratory-Tests sind eben Usability-Tests, die typischerweise sehr früh im Design- und Entwicklungsprozess stattfinden. Die finden häufig so früh statt, dass es noch gar kein fertiges Produkt gibt oder auch keine fortgeschrittenen Prototypen. Die finden häufig zu einem Zeitpunkt statt, wo noch nicht viel implementiert wurde, wo eigentlich nur grundlegende Designkonzepte oder abstrakte Systemrepräsentationen vorliegen. Und das Ziel von diesen Exploratory-Tests ist in der Regel, dass man qualitative Aussagen zur Gestaltung der Benutzerschnittstellen einholt. Das heißt, das ist eine Art von Test, die ist überwiegend formativ.
Und dadurch, dass es bei dieser Art von Usability-Test meistens eben noch kein fertiges System gibt, mit dem jetzt die Leute selbstständig arbeiten können, ist das auch eine Art von Test, bei der typischerweise viel Interaktion zwischen der Testperson und dem Testleiter oder der Testleiterin notwendig ist, weil quasi der Testleiter oder die Testleiterin ganz einfach die Lücken im System ausfüllen muss. Das heißt, die muss dann der Testperson eben erklären, wie etwas funktioniert, oder sie muss etwas vormachen oder demonstrieren. Das heißt, das ist eine Art von Test, wo es relativ viel Interaktion zwischen Testperson und Testleiter oder Testleiterin braucht. Und findet eben, wie gesagt, typischerweise früh in einem Entwicklungsprojekt statt. Die zweite Art von Tests, die dann Rubin beschreibt, sind die sogenannten Assessment-Tests. Und das sind quasi Usability-Tests, die während des Entwicklungsprojekts ungefähr in der Mitte stattfinden, und also in einer mittleren Phase des Entwicklungsprozesses, wo einerseits schon klare Konzepte zum User Interface und zur Interaktion vorhanden sind, wo es vielleicht auch schon erste Prototypen gibt oder unfertige Versionen vom System, mit denen man trotzdem einigermaßen selbstständig arbeiten kann. Und diese Art von Assessment-Tests, die ist typischerweise in ihrer Zielsetzung sowohl formativ als auch summativ. Quasi summativ rückblickend, dass man sich nach hinten in die Vergangenheit hin absichert, ob das, was man bisher gemacht hat, gut ist, ob das funktioniert, ob das passt oder ob es da einen Änderungsbedarf gibt. Und andererseits schon auch noch nach vorne blickend, ein Stück weit formativ im Sinn von, was hat von dem, was wir da bisher gebaut haben, nicht funktioniert, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, welche Probleme muss man ausbessern. Und diese Assessment-Tests, die erfordern im Vergleich zu den Exploratory-Tests typischerweise weniger Interaktion zwischen Testperson und Testleiterin oder Testleiter, weil eben die Software für so einen Assessment-Test oder generell das technische System für so einen Assessment-Test typischerweise schon so weit fortgeschritten sein sollte, dass die Testpersonen halbwegs selbstständig auf eine realistische Art und Weise damit arbeiten können. Die dritte Art, die Rubin dann beschreibt, sind die sogenannten Validation-Tests. Und das sind eben Tests, die typischerweise am Ende von einem Softwareentwicklungsprojekt stattfinden, wo es eben ganz klar um diese summativen Zielsetzungen geht, wo es darum geht, etwas zu überprüfen, wo das System oder das Produkt komplett fertig oder fast fertig ist und wo es eben darum geht, dass man das gegen bestehende Standards, Industriestandards oder auch unternehmensintern gesteckte Ziele überprüft und beurteilt und schaut, ob es diesen Ansprüchen entspricht, wo man konkrete Benchmark-Werte erhebt, um Performance-Kriterien zu messen. Und bei so einem Validation-Test ist es typischerweise so, dass keine oder fast keine Interaktion mehr zwischen Testperson und Testleiter notwendig ist und auch nicht mehr stattfinden soll, weil die Leute eben möglichst selbstständig, ohne Einflussnahme, mit dem System arbeiten können sollen. Und die vierte Art von Usability-Tests, die Rubin dann beschreibt, die fügt sich jetzt nicht mehr direkt so wie diese ersten drei in diese Chronologie ein, sondern die vierte Art, die er beschreibt, das sind die Comparison-Tests. Und diese Comparison-Tests, die bedeuten im Wesentlichen ganz einfach, bei einem Comparison-Test geht es um den Vergleich von unterschiedlichen Alternativen. Und diese Comparison-Tests können wiederum in jeder von diesen drei vorher genannten Testausprägungen zum Einsatz kommen. Die Methodik orientiert sich dann an diesem Haupttesttyp, die ich vorhin genannt habe. Und das Besondere an diesen Comparison-Tests ist es eben, dass man nicht nur einfach das eigene Produkt oder ein einzelnes System anschaut, sondern dass man versucht, einen Vergleich anzustellen. Beispielsweise, wenn man in einer frühen Design- und Entwicklungsphase ist, dass man sagt, man vergleicht unterschiedliche Designalternativen, die am Tisch liegen, um herauszufinden, welche von denen man weiterverfolgen möchte. Oder aber auch zum Beispiel, wenn ein System quasi fertiggestellt ist und man so einen Validation-Test durchführt, dass man eben zum Beispiel sagt, wir vergleichen jetzt unser System, das wir gebaut haben, mit den Konkurrenzprodukten, die es am Markt gibt, um festzustellen, ob unser System überhaupt konkurrenzfähig ist. Gut, soviel erstmal als kurze Einleitung dazu, welche Arten von Usability-Tests es so grob gesprochen gibt, beziehungsweise in welche Kategorien sich Usability-Tests einteilen lassen. Schauen wir uns als nächstes an, wie man jetzt konkret vorgeht, wenn man einen Usability-Test durchführt. Wie gesagt, im Kern der Sache läuft jeder Usability-Test mehr oder weniger gleich ab. Es geht immer darum, dass man Testpersonen rekrutiert, die die
realen Benutzerinnen und Benutzer repräsentieren sollen. Das heißt, die Testpersonen sollen repräsentativ sein für die Zielgruppe von dem evaluierten Produkt, von dem Untersuchungsgegenstand, den man sich anschaut. Und diese Testpersonen bekommen vordefinierte Aufgaben gestellt, realistische, praxisnahe Aufgaben, die sie erledigen sollen. Und diese Aufgaben, die die Testpersonen vorgelegt bekommen und die sie ausarbeiten sollen, die sind quasi das, was einem Usability-Test einen Fokus gibt. Also die Ausrichtung, die Fokussierung von einem Usability-Test wird ganz maßgeblich gesteuert durch die Auswahl von diesen Aufgaben, die sie den Testpersonen geben. Und während jetzt die Testpersonen an diesen vordefinierten Aufgaben arbeiten, werden sie von einem oder mehreren Beobachterinnen und Beobachtern beobachtet und es wird aufgezeichnet, was sie machen und was sie sagen. Und auf Basis dieser Beobachtungen und auf Basis dieser Aufzeichnungen lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, welche Usability-Probleme auftreten, welche Ursachen es für diese Probleme gibt und welche Möglichkeiten es gibt, um diese Probleme auszubessern oder generell Verbesserungen durchzuführen. Also das ist so quasi der Kern von jedem Usability-Test. Und der Ablauf von so einem Usability-Test lässt sich jetzt ganz grob in vier große Phasen unterteilen, würde ich sagen. Nämlich in Vorbereitung und Planung, in die Durchführung der eigentlichen Test-Sessions mit den Testpersonen, also das, wo man quasi dann den eigentlichen Test mit den Testpersonen in Kontakt durchführt, in die Auswertung der Ergebnisse und zu guter Letzt in die Kommunikation der Ergebnisse und das Reporting der Ergebnisse. Und diese vier Phasen von einem Usability-Test, die findet man meistens auch abgebildet in einem Usability-Testbericht. Also wenn man einen Usability-Test durchführt, dann ist die typische Art und Weise, wie man die Ergebnisse von so einem Usability-Test dokumentiert, festhält oder auch weitergibt in Form von einem Testbericht. Und so ein Usability-Testbericht folgt typischerweise ungefähr dem Aufbau, den Sie hier auf der Folie sehen, also der Kapitelstruktur, die Sie hier auf der Folie sehen. Zuallererst die Management Summary, das ist quasi so etwas wie die Kurzzusammenfassung des Testberichts. Das ist sowas wie der Klappentext aus einem Buch oder sowas wie das Abstract von einem wissenschaftlichen Paper. Das ist quasi auf einer Seite zusammengefasst die Kernaussage vom Rest des Testberichts. Dann eben die Problemstellung, wo es quasi darum geht, welche Zielsetzung wurde mit diesem Usability-Test jetzt überhaupt verfolgt? Was will man damit erreichen? Was will man herausfinden? Was will man daraus lernen? Dann ein Kapitel Methodik oder Methode, wo es eben darum geht, dass man beschreibt, wie wurde dieser Usability-Test durchgeführt, was wurde im Rahmen von diesem Usability-Test gemacht, wie wurde vorgegangen, um die Ergebnisse zu erzielen. Dann eben ein Kapitel mit den Ergebnissen, also quasi, was ist bei der Durchführung des Tests rausgekommen. Dann ein Kapitel mit Analyse und Verbesserungsvorschläge. Das ist quasi das, wo man über die Ergebnisse reflektiert, wo man die Ergebnisse auswertet, wo man sie interpretiert, wo man darüber diskutieren kann und wo man Schlüsse ziehen kann auf Basis der Ergebnisse. Und zu guter Letzt eben eine Conclusio als Schlusswort vom Testbericht, wo man quasi noch einmal die wesentlichen Erkenntnisse, die wesentlichen Punkte des Tests zusammenfassen kann und gleichzeitig auch einen Ausblick und Empfehlungen für die Zukunft und für weitere Schritte geben kann. Und wenn man sich den Aufbau von so einem Usability-Testbericht jetzt anschaut, dann kann man im Wesentlichen sagen, diese Kapitel, die hier rot umrandet sind, Problemstellung und Methodik, das ist das, was man während Vorbereitung und Planung von einem Usability-Test, also vor der Durchführung des Tests, schon sich überlegen muss. Das ist das, was man eigentlich vor der Durchführung des eigentlichen Usability-Tests alles schon wissen muss und alles schon niederschreiben kann. Also einerseits, was wird überhaupt getestet und was will man daraus lernen, die Problemstellung, und andererseits, wie gehe ich dabei vor? Und ich möchte jetzt aber noch ganz kurz bei diesen einzelnen Kapiteln bleiben, vielleicht auch als Tipp für Sie, weil es meiner Erfahrung nach ist es so, dass sich manche Studentinnen und Studenten manchmal ein bisschen schwer tun dabei, was sie da in die einzelnen Kapitel von so einem Testbericht reinschreiben sollen.
Also ein Punkt, wo der manchmal für ein bisschen Verwirrung sorgt, ist diese Unterscheidung zwischen Ergebnissen und Analyse und Verbesserungsvorschläge, weil das etwas ist, was natürlich sehr direkt miteinander zusammenhängt. Und es ist aber trotzdem sinnvoll, das aufzutrennen, weil es ganz einfach sinnvoll ist, zu unterscheiden zwischen den Dingen, die man während des Tests tatsächlich beobachtet hat, was quasi die Daten sind, die Faktengrundlage, auf der man dann weitere Entscheidungen und Schlüsse zieht. Und andererseits dann aber die Interpretation von den Ergebnissen klar von den Ergebnissen trennen sollte, dass man quasi nicht die eigene persönliche subjektive Meinung und Interpretation vermischt mit den objektiven Fakten, die während des Tests beobachtet wurden. Also das ist quasi die Unterscheidung zwischen diesen beiden Kapiteln. Und das Zweite, wo es oft ein bisschen eine Verwirrung gibt, was man eigentlich in diese Kapitel reinschreiben soll, sind diese Kapitel Management Summary und Conclusio. Meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass die Leute, die sowas schreiben sollen, dann Angst davor haben, dass sie sich selbst wiederholen. Dass man quasi in der Management Summary sich wiederholt, das, was eh da in der Mitte drin steht. Und das ist aber genau die Idee hinter dieser Management Summary und dieser Conclusio. Also die sollen quasi noch einmal zusammenfassen, was in diesem Kern des Berichts, in diesen mittleren Kapiteln von so einem Usability-Testbericht drinnen steht. Und da darf man auch keine Angst davor haben, sich zu wiederholen, sondern da ist der Zweck und der Sinn dahinter, dass man sich wiederholt. Der Zweck von so einer Management Summary ist im Wesentlichen, dass man sagt, man will damit einen potenziellen Leser oder eine potenzielle Leserin davon überzeugen, dass dieser Bericht für sie interessant und relevant ist. Das ist quasi die Entscheidungsgrundlage für den Leser oder die Leserin, um sich ein Bild davon zu machen, ob man sich sonst überhaupt irgendwas aus diesem Bericht durchlesen wird. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man einerseits versucht, eben den Inhalt vom Testbericht kompakt abzubilden, damit man quasi sich ein gutes Urteil davon machen kann. Und andererseits ist es auch der Teil, wo man wirklich viel Arbeit und viel Zeit investieren kann, um so etwas zu schreiben, weil es quasi so etwas wie das Aushängeschild von einem Bericht ist. Weil das ist quasi das, was von den meisten Leuten gelesen wird und was die meisten Leute erreichen wird und was sich die meisten Leute anschauen. Deshalb ist das quasi ein besonders wichtiges und ein besonders zentrales Kapitel, dieser Management Summary als Einstiegspunkt in ein Dokument, wo man auch wirklich viel Zeit und Arbeit investieren kann, um das gut auszuarbeiten. Gut. Wie gesagt, Usability-Tests eben lassen sich in diese vier großen Phasen gliedern, wenn man so will. Und die erste Phase, wenn man jetzt dann einen Usability-Test macht, ist eben die Vorbereitung und die Planung von so einem Usability-Test. Und gute Planung und gute Vorbereitung ist absolut essentiell, damit ein Usability-Test gelingen kann. Das ist auch etwas, was Dumas und Radish in ihrem Buch geschrieben haben. Good planning is absolutely necessary for a smooth and useful test. If you skimp on the planning, you will regret it during and after the test. Wenn man bei Vorbereitung und Planung von einem Usability-Test Dinge übersieht oder schlampig ist oder nicht aufmerksam genug arbeitet, dann wird man das später bereuen. Und dieses später bereuen, das ist vor allem deshalb besonders unangenehm oder besonders schwerwiegend, weil wenn man dann später mal an den Punkt kommt, wo man es bereut, ist es meistens zu spät, um noch etwas ausbessern zu können. Das heißt, man hat quasi nur eine Chance im Vorhinein, dass man das richtig vorbereitet. Und wenn man in der Vorbereitung und Planung Fehler macht, dann sind das in der Regel Fehler und Probleme, die sich durch den gesamten Test hindurchziehen werden und die man im Nachhinein auch nicht mehr ausbessern kann, typischerweise. Warum ist es jetzt so wichtig oder so notwendig, dass man einen Usability-Test gut vorbereitet und plant? Es funktioniert eben nicht, dass man einfach nur ein paar Leute sich schnappt und ihnen zusieht, wie sie mit einem System interagieren, wie sie mit einem System interagieren, weil dabei wird man in der Regel nicht wahnsinnig viel nützliche Dinge herausfinden, weil
ganz einfach zu viele Dinge unbestimmt oder ungewiss sind. Man weiß zum Beispiel nicht, ob die Leute, die man sich da geschnappt hat, tatsächlich der Zielgruppe von dem System oder von dem Produkt entsprechen. Man weiß nicht, ob das, was sie machen, die Aufgaben, die sie erledigen, wie sie mit dem System arbeiten, dem entsprechen, wie das System verwendet werden soll, beziehungsweise vielleicht bekommt man auch nicht die Arbeitsaufgaben, die Arbeitsabläufe zu sehen, die einen eigentlich interessieren und wo man etwas darüber lernen möchte. Man weiß nicht, welche Informationen und welche Daten man eigentlich durch die Beobachtung sammeln will. Und es ist auch offen, wie man die gewonnenen Informationen am Ende analysieren soll und vor allem auch, was man schlussendlich daraus lernen will. Und in dem Sinn muss man sich diese Dinge einfach im Vorhinein im Rahmen der Vorbereitung und Planung von so einem Test gut überlegen. Der andere Punkt, warum Planung und Vorbereitung so wichtig ist, ist ja auch ganz einfach, damit das Ganze überhaupt reibungslos ablaufen kann, damit während des Tests nicht plötzlich irgendwelche Dinge schiefgehen, dass man nicht darauf vergisst, irgendwelche Dinge zu erheben, Daten zu erheben, die einem wichtig sind und die einem dann fehlen, wenn man die Ergebnisse sich anschaut und auswertet. Es ist natürlich auch so, wenn man schlecht vorbereitet ist und wenn man den Ablauf nicht ausreichend genau plant, dass das auch dazu führen kann, dass man ganz einfach sehr unprofessionell wirkt im Umgang mit den Testpersonen, wenn man dann die einzelnen Tests und die einzelnen Testsessions durchführt. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass die Testpersonen den Test weniger ernst nehmen. Und schlussendlich ist es auch ganz einfach so, dass ein Usability-Test in der Regel ein relativ großes Unterfangen, ein relativ zeitaufwendiges Unterfangen ist. Ein Unterfangen mit vielen Beteiligten, mit vielen Stakeholdern, die zusammenkommen und zusammenarbeiten müssen und zusammenwirken müssen. Und wenn man nicht gut genug vorbereitet und plant, dann ist das im Endeffekt auch ganz einfach eine Zeitvergeudung der eigenen Zeit, aber auch eine Zeitvergeudung der Testpersonen, die sich da freiwillig für die Teilnahme an so einem Usability-Test zur Verfügung stellen. Und es gibt auch viele oder einige Studien, die sich angeschaut haben, wie oder welche Unterschiede sich zwischen verschiedenen Usability-Tests in den Ergebnissen finden lassen, beziehungsweise generell, wie stark die Methodik und das Testdesign von einem Usability-Test die Ergebnisse von einem Usability-Test beeinflussen kann. Und diese Studien zeigen eigentlich sehr deutlich, dass das Studiendesign oder das Testdesign, also das Design von einem Usability-Test, einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann. Das ist auch was, was wir uns in einer späteren Vorlesung noch einmal ein bisschen genauer anschauen werden. Was gibt es alles zu vorbereiten und was gibt es alles zu planen? Eine ganze Reihe von Punkten. Man muss sich überlegen, was will man überhaupt testen? Also man muss quasi den Testumfang definieren. Man muss sich überlegen, welche konkreten Testziele man verfolgt, welche Fragestellungen man untersuchen möchte, was man eigentlich konkret aus dem Test lernen möchte. Man muss sich überlegen, wenn man weiß, welche Fragestellungen man untersuchen will, welche Daten brauche ich, um diese Fragen beantworten zu können, welche Metriken sind geeignet, um diese Daten zum Ausdruck zu bringen. Man muss sich auch überlegen, in welchem Zeitrahmen das Ganze stattfindet. Das heißt, man muss einen Zeitplan für den Usability-Test ausarbeiten. Man muss sich überlegen, welche konkreten Aufgaben, welche konkreten Tasks sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Test erledigen, ausarbeiten. Man muss sich überlegen, wer sind die Menschen, die an diesem Test teilnehmen sollen, wer sind die Testpersonen. Man muss sich überlegen, welche Anforderungen müssen diese Testpersonen erfüllen und man muss sich überlegen, wie und wo kann ich diese Testpersonen überhaupt rekrutieren. Man muss sich überlegen, wo soll dieser Test überhaupt stattfinden, welche Rahmenbedingungen brauche ich dafür? Welche Räume brauche ich dafür zur Verfügung? Welches technische Equipment ist notwendig, um den Test durchführen zu können? Und zu guter Letzt muss man auch den Ablauf der eigentlichen Testsessions sich sehr genau, sehr detailliert überlegen und sich auch überlegen, welche Rollen und Verantwortlichkeiten es im Testteam gibt und wer diese Rollen und Verantwortlichkeiten übernehmen soll. Und diese einzelnen Punkte, die Sie da auf der Folie sehen, das sind Fragen, die sind für sich isoliert betrachtet oft nicht wahnsinnig schwer zu beantworten.
Aber die Herausforderung ergibt sich dann eher daraus, erstens, dass es sehr, sehr viele Details gibt, die man sich überlegen muss, wenn man einen Test gewissenhaft und gründlich vorbereiten will. Und andererseits, dass viele von diesen Aspekten sich gegenseitig beeinflussen. Also, dass es bei vielen von diesen, bei diesen Fragen oder bei diesen planerischen Aspekten Abhängigkeiten gibt oder wo sich aus einem Aspekt dann Implikationen für einen anderen Aspekt heraus ergeben können. Eine der ersten Fragen, wenn man jetzt einen Usability-Test plant, ist die Frage, was will ich überhaupt testen? Also quasi die Frage nach dem Testumfang. Zuallererst einmal natürlich, welches Produkt, welches System will ich überhaupt testen? Sehr unmittelbar. Wenn man das weiß, dann oft auch verbunden damit die Frage, in welchem Umfeld, in welchem Kontext, auf welcher Plattform, in welcher Umgebung will ich das Produkt testen? Also wenn Sie zum Beispiel eine Webseite oder eine Webapplikation testen, dann macht es einen Unterschied, ob Sie das auf einem Smartphone oder auf einem Desktop-Computer machen. Oder wenn Sie eine native Applikation testen, dann wird es einen Unterschied machen, ob Sie das auf einem Windows-Rechner oder auf einem Mac machen. Und es wird einen Unterschied machen, ob Sie das auf einem Laptop mit einem kleinen Bildschirm machen oder ob Sie das auf einem leistungsfähigen Desktop-PC mit zwei riesen Bildschirmen, die dranhängen, machen. Also diese ganzen Aspekte der Betriebsumgebung, die haben wahrscheinlich einen Einfluss darauf, wie die Leute damit arbeiten werden und auch welche Ergebnisse sie daraus rausbekommen. Also die werden die Ergebnisse beeinflussen. Das sind alles Dinge, die man sich überlegen muss. Man muss sich auch überlegen, welche Teile des Produkts will man eigentlich testen. Die meisten Software-Systeme sind heutzutage so komplex oder bieten so ein breites Spektrum an Funktionalität an, dass es ganz einfach unmöglich ist, das Produkt als Ganzes in seiner Gesamtheit im Rahmen von einem Usability-Test zu testen. Und deshalb ist es in der Regel notwendig, sich zu überlegen, worauf will ich mich konzentrieren, worauf will ich mich fokussieren, was sind die Teile des Produkts, die mich besonders interessieren. Und im Umkehrschluss natürlich genauso auch die Frage, welche Teile interessieren mich nicht, welche will ich ganz bewusst und ganz gezielt ausklammern. Wenn man dann weiß, welches Produkt man in welchem Umfeld und in welcher Teilmenge man untersuchen möchte, dann ist die nächste Frage, welche Zielgruppen, welche Benutzergruppen verwenden diesen Teil des Produkts überhaupt und welche Aufgaben kann man mit diesem Teil des Produkts überlegen? Das sind so wahrscheinlich einige der ersten Überlegungen, die man anstellen sollte, wenn man mit der Planung und Vorbereitung von einem Usability-Test beginnt. Der zweite Punkt, der auch sehr stark, glaube ich, damit zusammenhängt mit der Definition des Umfangs ist, was sind jetzt eigentlich die konkreten Ziele, die man mit diesem Usability-Test verfolgt? Was will ich damit erreichen? Was will ich da als Ergebnis herausbekommen? Und sehr allgemein gesprochen, sehr abstrakt gesprochen, kann man natürlich immer sagen, beim Usability-Test geht es darum, die Usability zu überprüfen. Aber solche abstrakten Fragestellungen, die sind vielleicht als grundsätzlicher Ausgangspunkt einigermaßen nützlich. Sie sind aber meistens viel zu schwammig und viel zu unpräzise, als dass sie einem wirklich dabei helfen können, einen Test vorzubereiten und zu fokussieren. Weil Usability eben ein relativ komplexes und auch ein relativ vielschichtiges Qualitätskonstrukt ist. Da haben wir in der ersten und zweiten Vorlesung auch schon darüber gesprochen. Und deshalb ist es eigentlich eine relativ unpräzise Zielsetzung zu sagen, ja, wir evaluieren halt die Usability von diesem System. Und deshalb ist es in der Regel besser oder sogar notwendig, dass man sich möglichst konkrete Fragestellungen überlegt, die man beantworten möchte. Dass man sich eben zum Beispiel überlegt, einige Beispiele hier auf der Folie. Können Benutzerinnen und Benutzer das System selbstständig und ohne Hilfestellung in Betrieb nehmen? Wissen Benutzerinnen und Benutzer, was man mit dem System überhaupt machen kann? Können Benutzerinnen und Benutzer mit dem System Aufgabe so und so selbstständig erfüllen? Verstehen die Benutzerinnen und Benutzer die Icons, die verwendet werden? Sind die vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten verständlich? Lässt sich das System auch mit einem Touchscreen bedienen? Werden Tastaturshortcuts verwendet? Was auch immer. Auf jeden Fall relativ spezifische Fragestellungen. Und je spezifischer die Fragestellungen sind, die Sie zu Beginn für einen Usability-Test definieren, desto konkreter sind dann auch die Ergebnisse, die Sie rausbekommen, beziehungsweise ist es oft auch sehr viel einfacher, weitere Designentscheidungen in der Planung und Vorbereitung von so einem Usability-Test zu treffen, wenn man sich auf konkrete Fragestellungen stützen kann. Ich betone das oder ich möchte es auch deshalb an der Stelle so betonen, weil meine persönliche Erfahrung ist auch die,
dass diese Auseinandersetzung mit der Frage nach der Zielsetzung, was will ich eigentlich lernen, was will ich eigentlich rausbekommen, das ist was, die routinemäßig von vielen Leuten unterschätzt wird. Dass man sich zu wenig mit dieser Frage beschäftigt und glaubt, dass eine relativ abstrakte oder eine relativ unpräzise Fragestellung schon ausreicht, um so etwas vorbereiten zu können. Und das rächt sich dann meistens aber später, entweder noch in der Planung, weil man ganz einfach zu wenig Vorstellung hat, was man lernen möchte, um dann weitere planerische Entscheidungen in der Vorbereitung von einem Usability-Test zu treffen, oder aber auch dann spätestens nach der Durchführung in der Auswertung und Analyse der Ergebnisse, weil man feststellt, ich habe da jetzt zwar einen Usability-Test durchgeführt, aber ich habe meine Fragestellungen mir nie überlegt und jetzt habe ich eigentlich auch nichts Sinnvolles dabei gelernt. Also das ist wirklich ein Schritt, den darf man nicht unterschätzen und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, das so zu betonen. Unterschätzen Sie das nicht, wie wichtig es ist, dass man sich im Vorfeld einmal hinsetzt und wirklich gut darüber nachdenkt, was will ich eigentlich mit diesem Usability-Test herausfinden. Die nächste Frage, und die hängt auch sehr eng zusammen mit der Zielsetzung, ist, welche Daten will man eigentlich erheben, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, um diese Messdaten zu erheben und welche Metriken gibt es, die man da anlegen kann. Und da kann man ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen qualitativen Daten und quantitativen Daten. Qualitative Daten ist im Wesentlichen jene Art von Daten, die Ihnen Erklärungen liefern. Das sind einerseits die Beobachtungen des Testteams, die während der Testsessions angestellt werden. Also quasi alles, was einem aus der Beobachtung heraus auffällt, alles, was einem bemerkenswert erscheint. Und andererseits aber auch die Geschehnisse, die während der Testsession auftreten, also die Aussagen, Kommentare, Verhaltensweisen, Anekdoten, Beschwerden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Usability-Test. Also alles, was also qualitative Daten, kann man sagen, ist jede Art von Daten, die sich nicht als eine Zahl ausdrücken lässt. Das können Geschichten sein, das können Schlagwörter sein, das können Fotos sein, das können Screenshots sein, das können Videoaufzeichnungen sein, das können Audioaufzeichnungen sein. Alles, was keine Zahl ist, ist eine Art von qualitativen Daten. Und diese qualitativen Daten sind eben die Daten, die Ihnen Erklärungen liefern und die Ihnen verraten sollen, wo es Probleme gibt und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die quantitativen Daten und das sind eben jene Daten, die man als eine Zahl ausdrücken kann, die man numerisch ausdrücken kann und die man dann auch mathematisch oder statistisch auswerten und analysieren kann. Und typische quantitative Daten, die man bei einem Usability-Test erhebt, sind eben so Dinge wie eine Erfolgsrate, wie viele von den Testpersonen konnten eine Aufgabe erledigen oder nicht. Das sind so Dinge wie eine Fehlerrate, wie viele Testpersonen haben bei der Erledigung der Aufgabe Fehler gemacht und wie viele, eventuell auch eine Unterscheidung zwischen kritischen und nicht kritischen Fehlern. Das wäre auch so etwas wie die Anzahl der benötigten Hilfestellungen, wie oft musste man den Testpersonen helfend zur Hand gehen, damit sie die Aufgaben erledigen konnten. Eine sehr häufige Metrik, auch ganz einfach die Zeit, Time on Task, wie lange man für die Erledigung einer Aufgabe braucht, dass man quasi einfach die Zeit misst und die Zeit stoppt, die jemand braucht, um eine Aufgabe zu erledigen. Oder auch zum Beispiel subjektive Eindrücke und Zufriedenheit, die man anhand eines Skalenratings, anhand eines Fragebogens erhebt. Und bei den meisten Usability-Tests ist es so, dass das keine Entscheidung ist von entweder qualitative oder quantitative Daten, sondern bei den meisten Usability-Tests ist es so, dass beide Arten von Daten bis zu einem gewissen Grad erhoben werden. Also meistens ist es sinnvoll, beim Usability-Test sowohl qualitative als auch quantitative Daten zu erheben. Also bei einem rein summativen Test, wo es nur noch um Benchmarking geht und wo es nur mehr um die Einhaltung von irgendwelchen Benchmark-Werten geht, da wird man vielleicht nur quantitative Daten erheben. Bei einem sehr frühen Exploratory-Test, wo man quasi nur mit Papierprototypen oder dergleichen arbeitet, da wird man vielleicht nur qualitative Daten erheben, weil der Prototyp zu unfertig ist, als dass man jetzt irgendwelche großartigen Messungen anstellen kann. Aber bei den meisten Usability-Tests macht es in der Praxis Sinn, dass man sowohl qualitative als auch quantitative Daten erfasst. Der nächste Punkt, den man sich dann in der Vorbereitung von einem Usability-Test überlegen sollte, ist der Zeitplan. Und ein Usability-Test, insbesondere ein formell, methodisch, rigoros durchgeführter Usability-Test, ist ein durchaus gar nicht so kleines Projekt. Also ich würde sagen, für eine wirklich methodisch saubere Durchführung von einem Usability-Test sollten Sie zumindest 2 Wochen, besser 3 bis 4 Wochen einplanen, wenn man
konzentriert daran arbeitet, also ohne großen Leerlaufzeiten. Also unter 2 Wochen einen wirklich methodisch sauberen Usability-Test durchzuführen, würd ich als gewagt einschätzen. Also 2 Wochen ist, glaube ich, so die Untergrenze, die man da einplanen muss. Und das andere, was das auch schwierig macht, so einen formell rigorosen Usability-Test durchzuführen, ist eben, dass man in der Regel es mit relativ vielen Beteiligten zu tun hat. Da hat man auf der einen Seite die Testpersonen, die man braucht. Das sind meistens so in der Größenordnung 5 bis 10. Und dann zusätzlich noch ein Team von Menschen, die den Test eben durchführen und vorbereiten und quasi operativ abwickeln. Das sind meistens auch 2, 3, 4 Leute. Das heißt, da sind schon relativ viele Stakeholder involviert und die muss man natürlich auch zeitlich mal alle unter einen Hut bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von externen Abhängigkeiten. Wenn man jetzt so einen Usability-Test durchführt, dann muss man sich natürlich überlegen, wann ist das Produkt, das ich testen möchte, überhaupt bereit für einen Test? Also wann ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass man es überhaupt sinnvollerweise testen kann? Man muss sich überlegen, wann werden die Ergebnisse benötigt, damit sie noch Berücksichtigung finden können in der Überarbeitung und in der Weiterentwicklung von dem Produkt. Also dass die Ergebnisse auch nicht zu spät kommen sollen. Man muss sich überlegen, wann und wo kann und soll der Test überhaupt stattfinden. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es irgendwie spezielle Anforderungen an die Räumlichkeiten oder an das technische Equipment gibt, wenn man da vielleicht irgendwas extra organisieren oder bestellen oder reservieren oder sonst irgendwie anmieten muss. Man muss sich überlegen, wie lange soll jetzt eigentlich eine einzelne Testsession mit einer einzelnen Testperson dauern. Wenn man weiß, wie lange eine einzelne Testsession dauert, muss man sich überlegen, wie viele Testsessions kann ich an einem Tag unterbringen. Und wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann ich dazu motivieren oder kann ich so exakt einteilen und eintakten, dass ich jetzt mehrere Testsessions an einem Tag unterbringe? Man muss sich eben auch überlegen, wann haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt Zeit, um an dem Test teilzunehmen? Man muss sich überlegen, wann und mit wem die Ergebnisse analysiert werden sollen und schlussendlich auch, wann die Ergebnisse präsentiert werden. Gut. Nächster Punkt. Tasks sind, wie gesagt, die Aufgaben, die den Testpersonen während des Usability-Tests gestellt werden, die sie eben während des Usability-Tests erledigen sollen und diese bearbeiten sollen. Und die Tasks, die sind quasi das zentrale Steuerungselement, mit dem sie den Fokus von ihrem Usability-Test lenken können und die ganz, ganz, ganz maßgeblich die Ergebnisse beeinflussen, die sie auch rausbekommen. Und ich würde sagen, also meiner persönlichen Meinung nach, die Taskliste ist, glaube ich, der kritischste Punkt bei der Planung und Vorbereitung von einem Usability-Test. Wenn man da Fehler macht, wenn man da wirklich gravierende Fehler macht, dann kann man sich einen Test komplett zerstören und dann kommt am Ende überhaupt nichts Brauchbares mehr raus. Also deswegen möchte ich da auch ein bisschen länger drüber reden. Und Tasks sind eben, wie gesagt, die Aufgaben, die den Testpersonen gestellt werden, die sie während des Tests erledigen sollen. Und idealerweise sollen diese Tasks natürlich einer realistischen Verwendung des Untersuchungsgegenstands, des untersuchten Systems entsprechen. Das heißt, die sollte man aus realistischen Anwendungsszenarien, aus praxisnahen Anwendungsszenarien ableiten und herleiten. Und typischerweise ist es sinnvoll, dass man die Tasks eben auswählt in Abhängigkeit von den Testzielen. Also die Tasks, die man formuliert, die müssen in erster Linie zu den Testzielen passen, die sie sich definiert haben. Und typischerweise auch, dass man sie verwendet, eben um zu fokussieren, zum Beispiel auf kritische Aspekte, die besonders heikel sind, die eine besonders hohe Dringlichkeit haben. Also wenn Sie zum Beispiel einen neuen Webservice an den Start bringen, dann wird das Onboarding von neuen Benutzerinnen und Benutzern wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor für den Geschäftserfolg von diesem Service sein. Und deshalb ist das ein kritischer Aspekt, wo es besonders wichtig ist, dass man sich anschaut, ob die Usability von dem passt. Oder eben auch zur Beantwortung offener Fragen oder zur Erkundung bekannter Usability-Probleme. Und der Umfang von seiner Taskliste ist relativ beschränkt. Also man kann da nicht wahnsinnig in die Breite gehen. Als Daumenregel würde ich Ihnen mitgeben, wenn Sie einen Usability-Test planen, um die 10 Tasks. Ich glaube, im Übungsbeispiel ist Ihre Vorgabe 12 Tasks, aber das ist so die Größenordnung, in der man sich bewegen sollte. Und für diese 10 Tasks sollte man dann ungefähr 60 Minuten Nettoarbeitszeit der Testpersonen einplanen. Recht viel mehr macht auch keinen Sinn, weil irgendwann fängt man ganz einfach an, dass man die Testpersonen über Gebühr beansprucht. Also
Man könnte natürlich auch 100 Tasks ausgeben und dann die Leute, keine Ahnung, 10 Stunden arbeiten lassen, aber das ist einfach unmenschlich und da macht einem niemand mehr mit. Und das wird auch die Ergebnisse negativ beeinflussen, wenn es die Leute irgendwann nicht mehr freut oder wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind und komplett erschöpft sind und komplett unkonzentriert. Das heißt, so als Daumenregel würde ich sagen, für die meisten Usability-Tests gehen Sie davon aus, um die 10 Tasks und ungefähr 60 Minuten Nettoarbeitszeit für die einzelnen Testpersonen. Eine ganz interessante Herausforderung bei der Formulierung und Vorbereitung von den Aufgaben ist, dass man da ein bisschen vor dem Dilemma steht, ob man diese Aufgaben möglichst offen oder möglichst spezifisch formulieren möchte. Und beides bringt nämlich seine eigenen Herausforderungen und Nachteile mit sich. Tasks sollten ausreichend offen sein, um eine autonome Handlungsweise und eine autonome Lösungsfindung der Testpersonen zu ermöglichen. Das heißt, sie sollten Tasks nicht so eng und nicht so spezifisch definieren, dass die Leute überhaupt keinen autonomen Handlungsspielraum mehr haben. Weil dann geht es nicht mehr darum, dass sie herausfinden, wie die Leute ein System verwenden würden, sondern dann schauen sie sich im Wesentlichen nur mehr an, ob die Leute in der Lage sind, ihren Anweisungen zu folgen. Das heißt, ein Task sollte ausreichend Offenheit haben, damit die Leute sich selbstständig damit auseinandersetzen können und selbstständige Lösungswege entwickeln können und quasi autonom handeln können. Auf der anderen Seite sollten Tasks auch nicht so offen sein, dass sie quasi ihre lenkende, ihre steuernde Wirkung verlieren. Die Tasks erfüllen eben den Zweck, dass man die Untersuchung vom Usability-Test auf einen bestimmten Fokus bringt oder dass man die auf bestimmte relevante und kritische Aspekte hin fokussiert. Und damit man diese Fokussierung erreicht, ist es eben notwendig, dass man die ein Stück weit spezifisch formuliert. Das heißt, man ist da immer in einem gewissen Dilemma, weil man gleichzeitig Offenheit und auf der anderen Seite gleichzeitig auch ausreichend Spezifizität braucht, dass die Leute einerseits autonom handeln können, aber halt nicht irgendwas machen. Und als Daumenregel kann man sagen, wenn man Tasks formuliert für die Erhebung von qualitativen Daten, dann ist es in der Regel besser, die offener zu formulieren. Also auch wenn es dann vielleicht zu unvorhergesehenen Dingen kommt und auch wenn Sie den Testablauf nicht so exakt vorhersagen und steuern und lenken können, vom Zweck und vom Ziel her, das man bei der Erhebung von qualitativen Daten verfolgt, ist es in der Regel sinnvoller, dass man eben auf eher offene Tasks setzt. Und auf der anderen Seite, wenn Sie quantitative Daten erheben, wenn Sie möglichst exakte, präzise Messungen durchführen wollen, also sagen wir sowas wie sekundengenaue Zeitmessungen, dann ist es in der Regel notwendig, dass Sie die Tasks sehr genau spezifizieren, damit die Leute ganz einfach also damit quasi die Vergleichbarkeit zwischen der Ta Erledigung der Aufgaben von einer Testperson zur nächsten hin gegeben ist. Also je nachdem, ob man qualitative oder quantitative Daten erhebt, je nachdem, ob der Fokus jetzt eher formativ oder summativ ist, ist es sinnvoller, die Tasks eher offen oder eher spezifischer zu formulieren. Der zweite Punkt ist dann auch, wie vorhin schon angesprochen, wenn man jetzt Tasks auswählt für einen Usability-Test, dann sollten die aus einem realen Anwendungsszenario heraus entspringen. Und um das zu erreichen, möchte ich Ihnen ja, so etwas wie einen Tipp mitgeben oder eine Strategie, die ich ganz nützlich dafür finde, um jetzt Tasks aus einem realen Szenario heraus zu extrahieren und daraus heraus zu konstruieren. Und als Ausgangspunkt sollte man immer sowas nehmen wie das, was Sie hier in dem Beispielszenario auf der Folie sehen, sowas wie ein reales Beispiel dafür, wie jetzt ein echter Mensch in seinem Alltag, in seinem alltäglichen Leben mit einem System arbeiten würde. Angenommen, Sie würden einen Online-Shop evaluieren oder testen wollen, wo man eben online Dinge bestellen kann, dann könnte man als Ausgangspunkt-Szenario hernehmen, dass man sagt, okay, die Batterien in meiner Fernbedienung werden langsam leer und ich will mir jetzt online neue Batterien bestellen und ich will natürlich möglichst wenig dafür bezahlen. Und außerdem will ich auch noch, dass der Versand gratis ist, weil das ist halt meine persönliche Präferenz. Ich mag nicht gern extra für den Versand bezahlen und deswegen hätte ich gern, dass der gratis ist. Das wäre jetzt quasi so das Ausgangspunkt-Szenario. Und dieses Szenario, wie wir es da jetzt auf der Folie beschrieben sehen, ist aber als Task relativ
ungeeignet oder relativ schlecht geeignet, dass man das als Task, als Aufgabenstellung in einem Usability-Test verwendet, weil es eben keinen klaren Fokus hat, weil es wenig Struktur hat und vor allem auch, das ist das Wichtigste, weil es keine eindeutige Zielsetzung hat, weil da quasi verschiedene Zielsetzungen, verschiedene Erfolgskriterien oder ja, verschiedene angestrebte Ergebnisse in einem Szenario zusammengewürfelt werden. Weil was wäre jetzt, wenn zum Beispiel eine Testperson nicht die billigsten, sondern die zweitbilligsten Batterien bestellt. Wäre das dann nüchtern, sachlich, objektiv betrachtet als Erfolg, als Teilerfolg oder als Misserfolg in Bezug auf dieses beschriebene Szenario zu bewerten? Und deshalb ist es sinnvoller, dass man versucht, diese Szenarien herunterzubrechen in Tasks, die voneinander möglichst losgelöst sind, die möglichst klar voneinander abgegrenzt sind und die vor allem auch ein klar definiertes und klar überprüfbares Ziel haben. Und dafür wäre dann der erste Schritt eben, dass man sagt, ich nehme mir dieses Szenario und ich zerlege das in Teilkomponenten, also in möglichst in sich abgeschlossene Teilkomponenten. Wenn ich mir jetzt in einem Online-Shop Batterien bestelle, dann kann ich sagen, dafür ist es notwendig, dass ich mich entweder in diesem Geschäft registriere oder dass ich einen Login mache, wenn ich schon registriert bin. Ich muss zuerst das passende Produkt finden oder mehrere passende Produkte finden. Ich muss dann mehrere passende Produkte miteinander vergleichen, damit ich feststellen kann, welches das billigste ist. Ich muss das Produkt in den Warenkorb legen, ich muss die Versandkosten ermitteln, ich muss die Bestellung absenden und vielleicht noch mehr Sachen. Also vielleicht, da kommt dann vielleicht auch noch dazu, Kreditkartendaten eingeben oder irgendeine Identitätsfeststellung oder was auch immer. Aber zumindest diese 6 Sachen, die kann man da, glaube ich, sehr unmittelbar aus diesem Szenario heraus ableiten. Und dann kann ich schauen im nächsten Schritt, wie kann ich jetzt aus diesen Teilkomponenten mir konkrete Tasks zusammenstückeln oder wie kann ich die zusammengruppieren, damit da Tasks rauskommen, die einerseits einer realistischen Verwendung des Systems entsprechen, andererseits aber, wie gesagt, klar voneinander abgegrenzt sind und ein klar definiertes Ziel haben. Und ich habe mir da jetzt überlegt, wenn ich mir das anschaue, aus diesem Szenario heraus, würde ich diese 5 Tasks herauskonstruieren und daraus ableiten. Also ich könnte sagen, die Registrierung als neuer Benutzer oder neue Benutzerin ist für sich genommen schon einmal ein Task. Ich kann sagen, der Login eines bestehenden Benutzers oder einer bestehenden Benutzerin ist für sich auch schon wieder als ein eigener Task interessant zur Evaluierung. Ich kann sagen, Produkt bestellen, das ist so quasi der Core-Use-Case von jedem Online-Shop, kann man wahrscheinlich sagen. Das ist aber auch ein Ablauf, der in sich abgeschlossen und logisch schlüssig ist, was aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, das jetzt weiter herunterzubrechen. Also wenn man es weiter herunterbricht, dann entspricht es einfach nicht mehr einer realistischen Verwendung des Systems. Das heißt, da kann man quasi diese Teilkomponenten 2, 4 und 6 von der vorigen Folie zusammenfassen unter diesem Task Produkt bestellen. Ich kann herleiten den Task mehrere Produkte miteinander vergleichen hinsichtlich ihres Preises oder hinsichtlich anderer Vergleichskriterien. Und ich würde dann auch als eigenen Task rausnehmen, Versandkosten ermitteln, wenn man etwas bestellt. Das heißt, aus diesem einen Szenario, das wir da als Ausgangspunkt genommen haben, kann man eigentlich gleich einmal 5 einzelne Tasks für den Usability-Test herleiten, die man dann im Rahmen von diesem Usability-Test sich anschauen könnte. Und wenn man dann die Tasks hat, dann ist es notwendig, dass man die auch dokumentiert und festhält und möglichst genau beschreibt, typischerweise in Form von so einer Taskliste, wo man eben die einzelnen Tasks, die man sich überlegt hat, festhält und dokumentiert. Und das könnte dann eben so aussehen, wie Sie es hier auf der Folie sehen. Jeder Task hat einen eindeutigen Namen, eine eindeutige Beschreibung. Das ist quasi hier. Der Task heißt Produkt bestellen. Zu jedem Task muss man, sollte man festhalten, die Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man den Task überhaupt erledigen kann. Für den Task Produkt bestellen bedeutet das eben, dass das Produkt natürlich im System vorhanden sein muss, sonst kann man es nicht bestellen. Vorbedingung, Ausgangspunkt, definiert für jede Testperson gleich. Die Startseite des Online-Shops ist im Browser bereits geöffnet. Das heißt, daraus ergibt sich, die Testperson muss nicht selber dorthin navigieren, sondern das wird ihr quasi schon vor die Nase gesetzt. Das wird für sie vorbereitet. Und als weitere Vorbedingung, der Benutzer oder die Benutzerin ist bereits eingeloggt und sämtliche relevanten Daten zum Absenden der Bestellung, also Name, Adresse, Zahlungsinformationen, sind bei dem verwendeten Account bereits hinterlegt. Also da muss man quasi alles festhalten, was notwendig ist, dass man selber vorbereitet, bevor die Testperson während des Tests diesen Task überhaupt erledigen kann. Dann sollte man definieren eben einen klar definierten Endzustand, der beschreibt,
wann dieser Task erfolgreich abgeschlossen ist. Und sehr häufig ist es auch noch hilfreich oder interessant, dass man sowas wie einen Benchmark-Wert annimmt, wo man eben sagt, okay, das ist jetzt quasi unser Mindestkriterium, wo wir sagen, wir würden diesen Task als erfolgreich abgeschlossen, als erfolgreich beendet oder als effizient abgeschlossen betrachten. So dass man zum Beispiel sagt, okay, aus unserer Sicht sollte dieser Task maximal 10 Minuten dauern. Und wenn es länger als 10 Minuten dauert, dann haben wir ein Problem und dann sollten wir wahrscheinlich was ausbessern und überarbeiten. Und diese Benchmark-Werte, da gibt es jetzt, also das ist sehr häufig, auch in den vergangenen Jahren bin ich da gefragt worden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Lehrveranstaltung, wie man zu diesen Benchmark-Werten kommt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie den einen Weg. Also das können Schätzungen sein, das kann quasi einfach nur eine Schätzung ihrerseits sein, dass sie sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung darf das nicht länger als 10 Minuten dauern. Das können Werte sein, die sie auf Erfahrungswerten oder auf Basis von einem Konkurrenzsystem erhoben haben. Aber da gibt es jetzt nicht den einen Weg, wie man diese Benchmark-Werte erheben kann oder definieren kann. Und zu guter Letzt dann eben noch dieser Teil, das Script bzw. die Anweisung an die Testperson. Und das ist der Teil, den man quasi der Testperson ausgibt während der Testsession, während des Usability-Tests. Das sind die Instruktionen, die die Testperson erhält und die ihr sagt, was sie tun soll. Und ganz wichtig ist, wenn man dann den eigentlichen Usability-Test durchführt in der Test-Session selbst, der einzige Teil von dieser Task-Beschreibung, der Testperson vorgelegt wird und den sie in die Hand bekommt, ist diese Anweisung an die Testperson. Das heißt, diese ganzen Punkte hier oben, also diese 4 Zeilen, die sind quasi nur für Sie zur internen Verwendung, zur Planung vom Test. Die geben Sie nicht an die Testpersonen aus, sondern nur der Teil hier unten ist das, was an die Testperson ausgegeben wird. Und was auch ganz wichtig ist, wenn Sie solche Anweisungen für die Testpersonen ausarbeiten und formulieren, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie keine schrittweise Anleitung da reinpacken, was die Testpersonen zu tun haben. Weil wie schon gesagt, wenn Sie den Leuten einfach nur eine Schritt-für-Schritt-Anweisung geben, was sie jetzt schrittweise nacheinander machen sollen, dann bekommen Sie kein autonomes, selbstständiges Verhalten der Testpersonen zu Gesicht. Dann überprüfen Sie im Wesentlichen nur, ob Ihre Testpersonen in der Lage sind, ihren Anweisungen zu folgen, aber sie testen nicht die Usability vom System. Das heißt, sie müssen darauf achten, dass sie die Anweisungen für die Testpersonen so formulieren, dass daraus klar hervorgeht, was zu tun ist, aber nicht, wie man es macht. Das ist oft gar nicht so einfach. Und das ist auch etwas, meiner Erfahrung nach, aus der Praxis heraus, auch aus den Übungsbeispielen der vergangenen Jahre, das ist etwas, wo relativ viele Leute etwas falsch machen. Und das Zweite, was auch wichtig ist, das Ganze sollte nicht nur keine schrittweise Anleitung enthalten, sondern man muss dabei auch sehr aufpassen, dass man nicht versehentlich versteckte Hinweise einbaut, die quasi sowas wie eine Hilfestellung sind zur Erledigung der Aufgabe. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man Fachausdrücke oder Eigennamen aus einem User Interface übernimmt und die dann in die Anweisung einbaut. Also dass sie zum Beispiel, wenn da zum Beispiel irgendwo auf der Bestellseite groß steht, zum Warenkorb hinzufügen und sie schreiben in die Anweisung das Wort Warenkorb rein, dann macht eine Testperson zwangsläufig ganz automatisch diese Verbindung, stellt die her zwischen dem Wort Warenkorb aus der Anweisung mit dem Button Warenkorb auf der Homepage, die getestet wird. Und sowas verzerrt dann auch wieder das Ergebnis, weil das quasi ein indirekter Hinweis, eine indirekte Hilfestellung ist, was zu tun ist. Und besonders, das ist etwas, wo man auch ganz besonders aufpassen muss, dass man versucht, keine indirekten Hinweise und indirekten Hilfestellungen in die Task-Beschreibung einzubauen. Wenn man dann die einzelnen Tasks vorbereitet hat oder wenn man die Taskliste vorbereitet hat, dann ist die nächste Frage, wie gibt man diese Tasks an die Testpersonen aus? Und da ist es so, wenn man jetzt einen Usability-Test durchführt, dass man sehr häufig beobachten kann, dass von einem Task zum nächsten Lerneffekte auftreten. Das heißt, die Leute lernen etwas dabei, wie sie mit dem System interagieren und die Tasks, die man dann später, chronologisch später durchführt, da sind die Leute dann oft schneller oder haben weniger Probleme oder machen weniger Fehler als bei den ersten Tasks, weil sie eben einen gewissen Lerneffekt haben. Und manchmal kann es notwendig sein, dass man diese Lerneffekte eliminiert oder dass man die kompensiert, weil die eben die Ergebnisse
verfälschen können. Ist nicht immer notwendig, aber manchmal kann es notwendig sein. Und wenn man solche Lerneffekte vermeiden möchte, dann ist eine Möglichkeit, dass man eben die Task-Reihenfolge von einer Testperson zur nächsten variiert. Das heißt, die Task-Reihenfolge ist für jede einzelne Testperson unterschiedlich. Und für diese Variation, für dieses Balancing der Task-Reihenfolge verwendet man typischerweise dieses sogenannte Latin Square Balancing, wo es eben darum geht, dass man quasi die Task-Reihenfolge für jede Testperson oder über alle Testpersonen hinweg so konstruiert, dass jeder Task gleich oft vor und nach jedem anderen Task stattfindet. Und die Lerneffekte treten dadurch natürlich trotzdem auf, das muss man schon sagen, die eliminiert man nicht, aber man kompensiert sie, weil man eben sagt, man hat quasi einerseits bei der Testperson 1 diesen Lerneffekt von Task A auf B und von A auf C und von B auf C und von A auf D und von B auf C und von C auf D und umgekehrt über die Variation der Reihenfolge über die anderen Testpersonen hinweg kompensiert man den Einfluss von diesem Lerneffekt. Und wichtig in dem Zusammenhang auch, wenn Sie sich dieses Balancing anschauen, wie Sie es hier sehen, das ist eben nicht einfach nur ein einmal nach links schieben, zeilenweise, dass man sagt, okay, A, B, C, D in der ersten Zeile und dann haben wir B, C, D, A in der zweiten und C, D, A, B in der dritten. Weil wenn Sie so einen einfachen Linksshift oder so einen einfachen zeilenweisen Rechtsshift machen, dann würde das wieder nur unvollständig kompensieren, weil trotzdem A vor B häufiger vorkommt als B vor A. Und deshalb ist eben eine wesentliche Eigenschaft von so einer vollständigen Balancierung mit Latin Square Balancing, dass jeder Task in dieser Balancierung gleich oft vor und nach jedem anderen vorkommt. Grundsätzlich, wie gesagt, ist dieses Latin Square Balancing oder die Balancierung der Task-Reihenfolge nicht immer notwendig. Oft ist es auch so natürlich, dass man sowieso sagen kann, dass es so etwas wie eine natürliche Reihenfolge bei den Tasks gibt. Also wenn wir bei diesem Online-Shopping-Beispiel noch kurz bleiben, da kann man sagen, bevor man was bestellen kann, wird man sich in der Regel immer registrieren müssen, weil wenn ich keinen Account habe, kann ich halt nichts bestellen. Das heißt, ist quasi eine natürliche Abfolge, dass man sagt, die Registrierung findet immer vor der Bestellung statt. Trotzdem kann es eben manchmal so sinnvoll und notwendig sein, dass man diese Lerneffekte versucht zu kompensieren. Wo es besonders häufig angemessen oder notwendig oder angebracht ist, Lerneffekte zu kompensieren, ist bei Vergleichstests. Also wenn man mehrere Dinge miteinander vergleicht, zum Beispiel zwei Designalternativen oder zwei Konkurrenzprodukte, wo es eben dann darum geht, zu verhindern, dass quasi die Arbeit mit dem einen System die Arbeit mit dem anderen System beeinflusst, wo es quasi einen Lerneffekt von einem System zum nächsten gibt. Und da ist es in der Praxis sehr viel häufiger notwendig oder sinnvoll oder auch erforderlich, dass man eben versucht, diese Lerneffekte oder diese Crossover-Effekte zu kompensieren. Und wenn man jetzt von solchen Comparison-Tests spricht, da kann man unterscheiden zwischen zwei sehr grundsätzlichen Strategien, wie man solche Lerneffekte kompensieren kann, nämlich dem sogenannten Within-Subject-Design und dem Between-Subject-Design. Das ist ein Konzept, das gibt es nicht nur beim Usability-Testing, sondern das gibt es auch in der Forschung, in der Wissenschaft, bei der Durchführung von Experimenten und bei wissenschaftlichen Studien, wo man sich im Studiendesign auch entscheiden muss zwischen Within-Subject- und Between-Subject-Design. Und die Unterscheidung zwischen diesen zwei Ansätzen ist eben die, dass man sagt, bei einem Within-Subject-Design wird jede Testperson in jeder Bedingung getestet und bei einem Between-Subject-Design wird jede Testperson nur in einer Testbedingung getestet. Also angenommen, das Beispiel oder das Szenario, Sie wollen ein User-Interface evaluieren und wollen schauen, können die Testpersonen dieses User-Interface mit einer Computermaus oder mit einem Touchscreen schneller bedienen? Dann gibt es quasi eine unabhängige Variable in zwei Ausprägungen, nämlich Maus als Eingabegerät und Touchscreen als Eingabegerät. Und eine abhängige Variable, das ist quasi die Variable, die Sie messen möchten, nämlich die Zeit für die Erfüllung von dieser Aufgabe.
Und bei einem Within-Subject-Design würde jetzt jede Testperson in jeder von diesen Testbedingungen, also in jeder von diesen Ausprägungen der unabhängigen Variable getestet werden. Das heißt, Testperson 1 würde das Ganze einmal mit der Maus und einmal mit dem Touchscreen erledigen. Testperson 2 würde das Ganze einmal mit der Maus und einmal mit dem Touchscreen erledigen und so weiter. Und das ist natürlich ein Design, wo Lerneffekte sehr, sehr, sehr schnell mal auftreten können, oder wo eine relativ große Gefahr ist, dass Lerneffekte auftreten können. Und um diese Lerneffekte jetzt zu vermeiden, gibt es eben die Möglichkeit, einerseits, dass man auch hier wieder ansagt, okay, wir balancieren die Reihenfolge der einzelnen Testbedingungen. Das heißt, wir machen das Ganze so, Testperson 1, 3, 5, 7, 9 erledigt die Aufgabe zuerst mit der Maus und danach mit einem Touchscreen. Und Testperson 2, 4, 6, 8, 10 erledigt die Aufgabe zuerst mit dem Touchscreen und dann mit der Maus. In der Hoffnung eben auch hier wieder, dass sich quasi diese Lerneffekte oder diese Gewöhnungseffekte, die da auftreten, über die Gesamtheit aller Testpersonen hinweg gegenseitig auskompensieren. Oder alternativ sagt man, okay, wir teilen die Testpersonen, die wir haben, auf beide Testpersonen so auf beide Testbedingungen so auf, dass sich diese zwei Gruppen nicht überlappen, also quasi Testperson 1, 3 und 5 führen diese Aufgabe nur mit der Computermaus durch und Testperson 2, 4 und 6 führen das Ganze nur mit dem Touchscreen durch. Und das hat eben den Vorteil, dass da klarerweise auch wieder keine Gewöhnungseffekte, keine Crossover-Effekte, keine Lerneffekte auftreten können, hat aber natürlich andererseits den Nachteil, dass sie plötzlich doppelt so viele Testpersonen brauchen, um dieselbe Anzahl an Ergebnissen zu bekommen und auch den Nachteil, dass es sein kann, dass durch die individuellen Unterschiede der einzelnen Testpersonen in beiden Gruppen, dass dadurch Unterschiede entstehen, die jetzt nichts mit der Untersuchung zu tun haben, sondern die sich quasi aus den individuellen Unterschieden der einzelnen Testpersonen ergeben. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, den man sich in der Vorbereitung und Planung zu einem Test überlegen muss, nämlich wer sind eigentlich die Testpersonen, die man für so einen Test rekrutiert und die da mitmachen und teilnehmen sollen. Zuallererst ist es natürlich wichtig, dass die Testpersonen der Zielgruppe des Produkts oder des Untersuchungsgegenstands entsprechen. Und dafür ist es in der Regel notwendig und sinnvoll, dass man sich zu Beginn überlegt, wer ist die Zielgruppe und dass man versucht, diese Zielgruppe auch zu beschreiben anhand eines Benutzerprofils, das quasi relevante Charakteristika definiert und festhält, anhand derer man dann im nächsten Schritt quasi die Testpersonen für den Usability-Test auswählt und rekrutiert. Dieses Benutzerprofil kann man dann zum Beispiel in Form von einem Screening-Fragebogen auch überprüfen, dass man eben schaut, dass man nur Testpersonen auswählt und rekrutiert, die auch tatsächlich der Zielgruppe entsprechen. Und diese Entsprechung zwischen Testpersonen und tatsächlicher Zielgruppe ist eben notwendig, damit die Ergebnisse, die man da rausbekommt, auch tatsächlich aussagekräftig sind. Die wahrscheinlich wichtigste Unterscheidung, wenn man Testpersonen oder das wahrscheinlich wichtigste Unterscheidungskriterium, wenn man Testpersonen für einen Usability-Test sucht und rekrutiert, ist die zwischen Anfängern und Expertinnen und Experten. Und auch hier wieder der Hinweis mit Anfänger, das ist jetzt nicht gemeint Leute, die jetzt irgendwie generell wenig technisches Sachverständnis haben, sondern da geht es vor allem um die Erfahrung mit dem Untersuchungsgegenstand, um die Erfahrung mit dem Produkt, das man untersuchen möchte. Das heißt, als Anfänger aus Produktsicht gilt jeder, der ein System noch nicht kennt und der das erste Mal damit arbeitet, und ein Experte in der Verwendung eines Produkts ist jeder, der ein System schon lange in Verwendung hat und der schon umfangreiche Erfahrungen damit sammeln konnte. Und für die meisten Usability-Tests wird so sein, dass es sich empfiehlt oder dass es naheliegender ist, dass man sich bei der Rekrutierung von den Testpersonen auf Leute konzentriert, die eben Anfänger in der Verwendung von diesem Produkt sind oder die das erste Mal mit diesem Produkt in Erfahrung kommen und die wenig bis gar keine Erfahrung in der Verwendung von dem Produkt haben, weil das natürlich auch die Leute sind, die klarerweise am meisten oder mit der größten Herausforderung konfrontiert sind, wenn sie das erste Mal mit so einem System in Berührung kommen, während für erfahrene Benutzerinnen und Benutzer man meistens ganz einfach nicht wahnsinnig viel feststellen wird, weil selbst wenn es in einem System wirklich gravierende Usability-Mängel oder Usability-Probleme gibt, ist es für einen Experten meistens so, dass der sich schon daran gewöhnt hat.
der kennt die Mängel, der kennt die Probleme, der hat sich Workarounds zurechtgelegt, mit denen er um die Probleme herumarbeiten kann. Und deshalb werden Sie da ganz einfach auf weniger drauf kommen. Das heißt, für die meisten Usability-Tests wird es in der Regel für Sie interessanter sein in der Praxis, wenn Sie sich Testpersonen suchen, die das System noch nicht kennen oder die es zumindest nicht sehr gut kennen. Und eine weitere Überlegung ist dann bei der Auswahl der Testpersonen, wie motiviert man die überhaupt mitzumachen? Und da kann man sagen, also man kann natürlich einerseits einfach aus dem Bekanntenkreis rekrutieren, quasi schauen, Leute, die einem wohlgesonnen sind, dass die freiwillig sich zur Verfügung stellen, beziehungsweise Freiwilligkeit ist natürlich immer eine Voraussetzung für die Teilnahme an einem Usability-Test. Man sollte nie jemanden dazu zwingen, bei so etwas mitzumachen, auch weil man meistens nichts Gescheites rausbekommt, wenn man Leute zwingt, bei so etwas mitzumachen. Oder aber es kann auch sinnvoll sein, dass man irgendwie materielle Anreize schafft, sich als Testpersonen für einen Test zur Verfügung zu stellen, in Form von Gutscheinen zum Beispiel, in Form von anderen kleinen Aufmerksamkeiten. Man muss darauf aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Man will natürlich nicht irgendwie den Anreiz schaffen, dass die Leute jetzt nur noch wegen des Geldes wegen bei einem Usability-Test mitmachen. Das heißt, man sollte auch keine zu großen extrinsischen Anreize schaffen, wenn man jetzt Testpersonen rekrutieren will. Auf der anderen Seite, selbst wenn man quasi Freiwillige aus dem Bekanntenkreis oder aus dem näheren Umfeld rekrutiert, ist es oft trotzdem eine gute Idee, auch als Tipp für Sie, dass man sich zumindest irgendwie auf eine kleine, bescheidene Art und Weise erkenntlich zeigt mit einer Schachtel Pralinen oder einer Flasche Wein oder was auch immer, dafür, dass die Leute ihre Zeit zur Verfügung stellen, um da so etwas mitzumachen. Gut, wenn man dann weiß, wer eben die Testpersonen sind oder welche Charakteristika die mitbringen sollen, dann definiert man das typischerweise eben als einem Benutzerprofil, wie Sie es hier auf der Folie sehen, wo man eben sich einerseits überlegt, was sind jetzt die für mich relevanten Charakteristika, die werden von Test zu Test unterschiedlich ausschauen, das muss man sich jedes Mal neu überlegen, was jetzt für einen selbst oder was für einen konkreten Test die relevanten Charakteristika sind. Und dass man sich dann überlegt, welche Kriterien müssen hinsichtlich dieser Charakteristika erfüllt werden, also welche Ausprägungen sollen diese Eigenschaften haben in den Testpersonen, die sich da zur Verfügung stellen. Und das ist quasi das, was man vor dem Test plant und sich überlegt, quasi welche Eigenschaften und in welcher Ausprägung. Und wenn man dann den Test tatsächlich durchgeführt hat und weiß, wer daran mitgemacht hat, dass man dann auch im Testbericht festhält, in welcher Form haben dann diese tatsächlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Kriterien erfüllt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich evaluiere eine Android-Handy-App und ich würde das gern mit Leuten machen, die sich mit Android-Handys auskennen. Das heißt, meine Testpersonen müssen über mindestens ein Jahr Erfahrung in der Verwendung von Android-Smartphones verfügen. Und nachdem man den Test durchgeführt hat, kann man dann quasi diese deskriptive Statistik leicht anfertigen und sagen, okay, ich habe 20 Testpersonen gehabt und 45% von denen haben 1 bis 3 Jahre Erfahrung gehabt, 35% haben 3 bis 5 Jahre gehabt, 20% haben 5+ Jahre gehabt und so weiter. Also das quasi als Benutzerprofil und zur Dokumentation der Testpersonen und ihrer relevanten Charakteristika und soziodemografischen Daten in einem Testbericht. Die nächste Frage ist dann natürlich auch, wenn man von Testpersonen spricht, wie viele braucht man überhaupt? Also meistens mehr als eine ist empfehlenswert, aber wie viele braucht man dann tatsächlich? Wo ist Schluss? Oder wo lohnt es sich nicht mehr Testpersonen in einen Test einzubinden? Und es gibt da einen sehr bekannten, einen sehr viel zitierten Artikel von Jacob Nielsen aus dem Jahr 2000, wo er eine sehr einfache und plakative Empfehlung abgibt und sagt, für einen Usability-Test sollte man typischerweise maximal 5 Testpersonen heranziehen. Und wenn es die Ressourcen hergeben, dass man mehr testen kann, dann sollte man stattdessen mehrere unterschiedliche Tests mit jeweils maximal 5 Testpersonen machen, bevor man einen großen Test mit 10, 20, 30 Leuten macht. Und der Grund dafür ist der, dass er sich über eine große Anzahl von individuellen Tests angeschaut hat, wie viele Usability-Probleme typischerweise mit einer einzelnen Testperson gefunden werden, und hat dabei eben festgestellt, dass dieser typische Wert der mit einer Testperson gefundenen Probleme aus seiner Analyse heraus eben bei diesen 31% hier ungefähr liegt.
Und jetzt ist es natürlich so, wenn man einen Usability-Test mit mehreren Testpersonen durchführt, dann wird nicht jede Testperson unterschiedliche Probleme haben, sondern früher oder später werden mehrere Testpersonen anfangen, dieselben Probleme zu haben. Das heißt, da gibt es eine gewisse Überlappung in den Problemen, eine Korrelation der gefundenen Probleme mit steigender Anzahl der Testpersonen, weil eben immer mehr, also mit steigender Anzahl der Testpersonen werden immer mehr Testpersonen anfangen, dieselben Probleme zu haben und dann findet man nichts Neues mehr. Und Jacob Nielsen hat eben in diesem Artikel aus dem Jahr 2000 in seiner Analyse festgestellt, wenn man davon ausgeht, von diesen 31% pro Testperson und dieser Kurve, der Korrelationskurve, dann kommt man eben zu dem Punkt, wo man sagen kann, bei 5 Testpersonen findet man ungefähr 80, 85% der Probleme, mit denen man rechnen kann, dass man sie findet. Und danach flacht diese Kurve sehr rasch ab. Das heißt, der Mehrwert von weiteren Testpersonen ist relativ enden wollend und der Nutzen wird immer geringer und das zahlt sich dann irgendwann nicht mehr aus, mit mehr Testpersonen zu testen. Und man muss auch dazu sagen, das ist ein Artikel, der war viel beachtet, viel zitiert und er ist natürlich auch absolut umstritten. Also wenn man so eine plakative Empfehlung abgibt zu so einem komplexen Thema, dann schreit das förmlich nur danach, dass die Leute sehr rasch anfangen, dass sie einem widersprechen. Und es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Artikeln, die diese Empfehlung angegriffen haben, die sie hinterfragt haben, die mathematische Modelle aufgestellt haben, um zu zeigen, dass das ein Blödsinn ist. Und Nielsen hat sich diesem Artikel dann auch 12 Jahre später, im Jahr 2012, in einem Follow-up-Artikel auch noch einmal gewidmet. Und da schreibt er sehr schön in der Einleitung, die Empfehlung für die Anzahl der Testpersonen ist 5, außer wenn sie es nicht ist. Also so quasi in den meisten Fällen stimmt es, aber halt nicht immer. Und man muss sich im Einzelfall differenziert selber überlegen, ob es gerade zutreffend ist oder nicht. Also das ist halt wie so oft beim Usability-Testing. Es gibt nicht die eine Art, wie man es richtig machen kann, aber als grobe Daumenregel ist es ein guter Ausgangspunkt, von 5 Testpersonen auszugehen. Und was er auch natürlich beschreibt, ist, es ist eben nicht allgemeingültig. Diese Empfehlung mit den maximal 5 Testpersonen, die gilt nur für qualitative, formative Tests. Die gilt nur für Tests, die quasi darauf abzielen, Probleme zu finden, die man dann direkt in der Weiterentwicklung ausbessern und berücksichtigen kann. Das gilt explizit nicht für Zwecke des Benchmarkings, das gilt nicht für wissenschaftliche Experimente, das gilt nicht für die Überprüfung von Theorien und Hypothesen, das gilt nicht für Tests, die statistisch signifikante Ergebnisse bringen sollen, weil für solche Tests muss man sagen, da muss man mindestens 20 bis 30 Testpersonen planen, weil sonst hat das einfach nicht die Aussagekraft, immer ganz einfach. Oder die Belastbarkeit, die Zahlen haben nicht die Belastbarkeit, dass man überhaupt mit statistischen Signifikanztests sinnvollerweise anfangen kann, herumzurechnen. Aber für qualitative, formative Tests reicht es eben meistens, wenn man mit 3 bis 5 Testpersonen testet. Und wenn man eben ausreichend Ressourcen hat, dass man jetzt mehr testet, dass man mit 20, 30, 40 Testpersonen testet, dann empfiehlt er eben auch, statt eines großen Tests mehrere kleine zu machen, mit jeweils unterschiedlichen Testzielen oder eben auch über mehrere Iterationen hinweg, dass man eben zum Beispiel sagt, wir machen jetzt einen ersten Test mit 5 Testpersonen, schauen, was wir lernen, dann überarbeiten wir das Ganze, dann machen wir den nächsten Test mit 5 Testpersonen. Dann iterieren wir wieder und so weiter. Und diese Idee des iterativen Weiterentwickelns und Verbesserns, die wird auch, die kann man auch noch auf die Spitze treiben. Da gibt es zum Beispiel diesen Ansatz des Rapid Iterative Testing and Evaluation. Das ist ein Usability-Testing-Konzept oder Prinzip, wenn man so will, das von Microsoft in den 1990er Jahren vorgestellt wurde. Und bei diesem RITE ist eben die Idee dahinter, dass man sagt, man testet nur so lange, bis man ein ausreichend dringendes Problem gefunden hat und davon überzeugt ist, dass das auch wirklich ein Problem ist. Und sobald man ein Problem gefunden hat, setzt man sich hin und bessert das Problem aus. Und erst dann macht man mit der Evaluierung weiter. Und das kann schon nach nur einer Testperson sein. Also wenn ich nach einer Testperson schon sehe, das ist ein Problem und das muss ich ausbessern, dann mache ich gar nicht mehr weiter, sondern ich fange direkt mit der Ausbesserung an. Und das ist, finde ich, ein recht interessanter Ansatz, weil er natürlich sehr schnell ist, weil er sehr agil ist. Es ist auch ein Ansatz, der, glaube ich, nur für bestimmte Arten von Evaluierungen wirklich gut geeignet ist. Es ist, glaube ich, ein Ansatz, der in erster Linie für sehr lineare Abläufe und für sehr pfadkritische Abläufe geeignet ist.
Microsoft selbst hat diese Technik übrigens beschrieben in diesem Paper, dass sie die angewendet haben bei der Entwicklung von Age of Empires, Echtzeitstrategiespiele aus den 90er Jahren, das Sie vielleicht noch kennen. Und da haben sie dieses Prinzip eben angewendet, um den Tutorial-Teil von diesem Computerspiel zu evaluieren. Und so ein Tutorial, so ein Computerspiel-Tutorial, das ist natürlich ein sehr linearer und ein sehr pfadkritischer Ablauf, weil bei so einem Tutorial darf nichts schiefgehen, weil sobald beim Tutorial was schiefgeht, haben sie den Spieler oder die Spielerin quasi verloren. Und da hat sich dieser Ansatz eben sehr gut bewährt, dass man jetzt das System in die Breite der Funktionalität überprüft, dafür ist der Ansatz wahrscheinlich weniger gut geeignet. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, damit sowas funktionieren kann, ist, denke ich, eine sehr enge Verzahnung, eine sehr enge Vernetzung zwischen den Durchführenden des Tests und den Entwicklerinnen und Entwicklern notwendig, weil wenn man, also das Ganze kann man nicht mehr outsourcen. Das muss man dann quasi teamintern machen, damit man wirklich rasch von Testergebnissen zu Überarbeitung, zu Fortsetzung der Tests übergehen kann. Aber dann ist es, glaube ich, durchaus auch ein interessanter Ansatz, der wahrscheinlich auch gut geeignet ist in Verbindung mit einer agilen Entwicklungspraxis und mit agilen Softwareentwicklungspraxisen. Gut, ja, soviel erstmal zu den Testpersonen. Der nächste Punkt, den man sich dann überlegen muss, wenn man einen Test vorbereitet, ist, was braucht man überhaupt als Ausrüstung, an Ausstattung, an Equipment. Und da gehört einerseits dazu das Equipment für die Durchführung der Tests an sich, also quasi das Equipment, das man den Testpersonen zur Verfügung stellt, Hardware, Software, Computer, an dem die arbeiten, die Software, die auf dem Computer läuft. Und andererseits aber auch das Equipment zur Datenerfassung, also irgendwelche Videoaufzeichnungen, Software zur Videoaufzeichnung, Tools zur Audioaufzeichnung, irgendwelche automatischen Logging-Frameworks, die da im Hintergrund mitprotokollieren, was auf dem Computer passiert, was auch immer. Und zu guter Letzt natürlich auch die Testumgebung, in der das Ganze stattfindet. Räumlichkeiten, Einrichtungen, Möbel, was auch immer. Also alles, was quasi an Ausrüstung und Ausstattung zur Durchführung des Tests notwendig ist. Und das sollte man dann auch im Testplan natürlich festhalten und beschreiben, schon alleine, um eben sicherzugehen, dass man nichts vergisst, dass man eben beschreibt, wie in dem Beispiel hier auf der Folie, wo das Ganze stattfindet, in einem Büro mit einem Schreibtisch, mit zwei Stühlen, einer für die Testperson, einer für den Beobachter oder die Beobachterin, dass ein Computer zur Verfügung gestellt wird mit einem Bildschirm in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Auflösung, mit einem Keyboard zur Texteingabe, mit einem Touchpad, mit einer Maus zur Kontrolle des Zeigers, welches Betriebssystem ist drauf installiert, welcher Webbrowser kommt drauf zum Einsatz, welche Startseite ist im Browser geöffnet, welche Werkzeuge kommen zum Einsatz, um während des Tests Audio- und Videoaufzeichnungen zu machen, sonstige Hilfsmittel zur Protokollierung und so weiter. Also alles keine wahnsinnig schwierigen Fragen, aber alles Dinge, die man sich halt im Vorhinein überlegen muss und die man auch im Vorhinein vorbereiten muss, damit man nachher einen ungestörten Ablauf des Tests sicherstellen und gewährleisten kann. Man sollte sich auch überlegen, wie dann die einzelnen Test-Sessions im Detail ablaufen, chronologisch ablaufen. Und das sollte man auch in Form von einem beispielhaften Ablauf festhalten, dass man eben sagt, das sind die einzelnen Schritte, die einzelnen Stufen während der Test-Session, dass man zuallererst sagt, okay, wir begrüßen die Testperson, geben ihr einen Background-Fragebogen, machen dann eine Orientierungsphase, wo die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine Einführung bekommt, auf wesentliche Dinge aufmerksam gemacht wird. Da komme ich nächste Woche in der Vorlesung auch nochmal viel, viel umfassender darauf zurück, auf diesen Orientierungsteil. Aber nur beispielhaft hier schon mal für Sie auf der Folie, dass Sie sich das anschauen können. Dann eben die Durchführung der Testsession an sich. Wie werden die Aufgaben ausgegeben? Wann starten die einzelnen Aufgaben? Wann ist eine Aufgabe tatsächlich erledigt? Welche Verantwortlichkeiten haben die einzelnen Beteiligten am Test? Welche Rollen müssen die einnehmen? Welche Aufgaben müssen die wahrnehmen? Und dann eben nach der Durchführung der Testsession der Abschluss der Testsession, das Debriefing, wo man eventuell Post-Test-Fragebogen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer austeilt, wo man ein Interview führen kann oder vielleicht auch ganz informell mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich austauschen und sprechen kann und wo man auch die Möglichkeit hat, sich quasi noch einmal offene Fragen mit den Testpersonen zu besprechen und sich von den Testpersonen zu verabschieden und sich bei ihnen zu bedanken. Ein weiterer Punkt, den man sich in der Vorbereitung und Planung überlegen muss, welche
Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten gilt es da zu wahrzunehmen oder müssen erfüllt werden. Und da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Dingen, die man, wofür man Leute braucht. Man braucht in der Regel sowas wie einen Projektleiter oder eine Leiterin, einen Testleiter, eine Testleiterin. Das ist quasi so der Hauptverantwortliche dafür, dass der Test funktioniert, quasi ja, wie ein Projektleiter, der halt quasi einfach die leitende Verantwortung für die Durchführung von dem Usability-Test hat. Man braucht in der Regel einen Moderator oder Moderatorin. Das ist die Person, die mit den Testpersonen während der Testsession kommuniziert und interagiert. Und das ist vor allem die einzige Person, die mit den Testpersonen interagieren und kommunizieren soll. Man braucht in der Regel zumindest einen, besser mehrere Protokollantinnen und Protokollanten, die ganz einfach zuschauen und mitschreiben und protokollieren, was während des Tests passiert. Insbesondere für qualitative Daten wichtig. Quantitative Daten lassen sich oft automatisch erheben. Qualitative Daten brauchen meistens einen menschlichen Beobachter oder eine menschliche Beobachterin, die das Ganze aufzeichnet. Man braucht in der Regel ist es so, dass man eben auch die Zeit misst, die die Leute brauchen, um Aufgaben zu erledigen. Dafür braucht es natürlich einen Verantwortlichen, der die Zeit stoppt, der Zeitnehmer, die Zeitnehmerin. Sehr häufig gibt es Audio- oder Videoaufzeichnungen während der Test-Sessions. Da braucht es auch einen Verantwortlichen, der für die Bedienung von dem Audio- und Video-Equipment zuständig ist. Sehr häufig braucht es Produktspezialisten oder technische Spezialisten, die sich ganz einfach mit der Software, die da untersucht wird, auskennen, insbesondere wenn das ein System ist, das noch nicht fertig ist, das noch in der Entwicklung ist, wo es vielleicht Bugs gibt, wo vielleicht noch nicht alles funktioniert, wo man dann eben jemanden braucht, der das an Ort und Stelle ausbessern kann, wenn es technische Probleme gibt. Man braucht manchmal auch zusätzliche Testrollen, also quasi sowas wie ein Rollenspiel, ein schauspielerisches Rollenspiel. Also wenn das zum Beispiel ein Mehrbenutzersystem ist, wo man mit anderen Menschen interagiert, dann kann es notwendig sein, dass man quasi diese Rolle des Gegenparts, des Gegenübers durch diese zusätzlichen Testrollen besetzen lässt. Also angenommen, Sie haben sowas wie ein Chatprogramm, das Sie testen möchten, dann werden Sie jemanden brauchen, der quasi den Gegenüber mimt, mit dem man da schreiben und sich austauschen kann. Und es kann auch sein, dass es gar zusätzliche Testbeobachter gibt, die ganz einfach während des Tests zuschauen, weil sie Interesse daran haben oder weil es für sie relevant ist. So etwas wie Auftraggeberinnen und Auftraggeber, so etwas wie Entwicklerinnen und Entwickler, die sich anschauen wollen, wie das System sich schlägt. Und das ist jetzt eine ganz, ganz lange Liste an Rollen natürlich. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es können natürlich mehrere von diesen Rollen von einer Person übernommen werden. Im Extremfall könnten auch alle von diesen Rollen von einer Person übernommen werden. Würde ich persönlich nicht unbedingt empfehlen, aber theoretisch machbar ist es. Wichtig ist, dass man sich im Vorhinein bewusst ist, dass es diese Rollen gibt und dass man sich über die Verantwortlichkeiten im Klaren ist. Das heißt, dass man auch weiß, wer ist jetzt dafür zuständig, mit den Testpersonen zu reden und zu interagieren und das Ganze zu moderieren. Wer ist dafür zuständig, dass die Zeitmessung gestartet und gestoppt wird? Wer ist dafür zuständig, dass die Audio- und Videoaufzeichnungen gestartet und gestoppt werden und so weiter und so fort? Und diese Verantwortlichkeiten, die sollte man dann eben auch im Testplan festhalten und idealerweise nicht nur die Verantwortlichkeiten, sondern auch mit konkreten Verhaltensrichtlinien, wie sich die einzelnen Rollen während des Tests verhalten sollen. Bevor man dann den eigentlichen Usability-Test durchführen kann, ist es notwendig, dass man quasi einen Testlauf vom Usability-Test macht oder besser noch zwei Testläufe vom Usability-Test. Zuallererst einmal ganz einfach selber im Team, in der Gruppe, die den Test geplant hat, um eben zu schauen, ist das Testdesign in sich logisch schlüssig, haben wir da eh nichts übersehen, auch um zu schauen, stimmt der Zeitplan, den wir uns vorgenommen haben ungefähr oder haben wir uns da grob verschätzt und geht sich das Ganze niemals aus. Wenn man den Test einmal selbst teamintern durchgeführt hat, ist es immer empfehlenswert oder notwendig, würde ich sogar sagen, auch einen Pilottest mit einer externen Testperson durchzuführen, wo man eben quasi schaut, sind die Tasks, sind die Aufgaben für die Testperson überhaupt verständlich? Das ist etwas, da gibt es oft Probleme, auch aus Erfahrung gesprochen, auch aus der Erfahrung der vergangenen Semester gesprochen, dass man da oft draufkommt, dass die Tasks, wie man sich das vorgestellt hat, nicht so verständlich sind, wie man geglaubt hätte, dass die Leute einfach nicht wissen, was man von ihnen will, wenn sie sich das durchlesen. Auch ob der Testplan so funktioniert und auch ob das ganze technische Material oder Hilfsmaterial, das man quasi braucht, einerseits funktioniert und andererseits vollständig ist.
Man sollte vor Durchführung der Tests natürlich sich auch vergewissern, dass das Produkt tatsächlich funktioniert, ausreichend korrekt funktioniert, dass man so damit arbeiten kann, wie Sie es sich in der Planung vorgestellt haben. Und auch, dass man sich absichert, dass das Testzubehör und die Testumgebung natürlich entsprechend vorbereitet ist, um den Test durchführen zu können.